So, willkommen zurück zu Prince of Persia. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich bin oben angekommen. So, es kann also weitergehen. Hier haben wir die nächste Falle, die sehr nett ist. Hier müssen wir jetzt im richtigen Moment loslaufen und das sollten wir eigentlich auch kriegen. So, nicht getroffen. Perfekt. Zunächst einmal glaube ich, dass die Djinn keinen Besuch wollten. Ich glaube, damit hast du sogar recht. Aber wir kommen trotzdem mal Hallo sagen. So, da hinten ist wieder ein Wasserfall. Nutzen wir den nochmal. Und dann sind wir auch schon da, wo wir das Tor aktivieren Ist können. das der Eingang zur Stadt der Djinn? Und hier erwartet uns wieder ein nettes Rätsel. Was mache ich nur? Tja, das, was jeder normale Prinz machen würde. Erstmal gleich gegen tausende Gegner kämpfen. Was ist das? Das sind Käfer, die müsstest du eigentlich noch kennen. Wumms. Die geben jetzt, glaube ich, pro Gegner einen Erfahrungspunkt. Und die kommen echt in Massen, die Gegner. Also die sind hier wirklich massenhaft vertreten. Das nimmt erst so nach dem 400. Gegner wirklich erstmal ein wenig. So, alle tot. Perfekt. Jetzt müsst ihr als erstes ihn aktivieren. Er ist noch ganz easy eigentlich. Hier müsst ihr erstmal nur eindrehen. So, damit haben wir eine Treppe freigeschaltet, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Die Treppe brauchen wir, um zum zweiten zu kommen. Das wäre dann er. Er ist eigentlich auch noch ganz einfach. Noch eine der beiden einfachsten. So, müssen wir die Zeit anhalten und dann das Ding. Habe ich es in die falsche Richtung gedreht? Kann mir auch mal passieren. So, noch einmal. Also wie gesagt, er ist noch eine der einfachsten Figuren. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht. Drehen wir mal beide in die Richtung, damit machen wir nichts falsch. Zeit anhalten, noch einmal zurück. Er dreht sich weiter und damit müsste dann, ja, der Schaft ist schon mal komplett. Damit haben wir dann den Weg für die zweite Ebene gemacht. Aber hier dran. So, an die Säule und dann an die Säule. Wenn der Prinz den Sprung schafft, dann natürlich schafft er den. Das ist immer dasselbe Prinzip. Also es ist nichts Neues, nichts Schweres. So, jetzt heißt es Schaft Nummer 2. 3, meine ich. So, einmal. Nein, das war in die falsche Richtung, Prinz. Machen wir erstmal den obersten soweit. Machen wir nichts mit falsch. So, jetzt drehen wir zurück. Okay, jetzt drehen wir noch einmal. Und dann müssten wir das eigentlich so hinkriegen, dass er dann natürlich nicht so macht, wie wir wollen. So müssten wir es aber hinkriegen. Zumindest schon mal zur Hälfte. So. Einmal das Ganze anders. Ach ja. So, jetzt ist er komplett. Jetzt können wir ihn einmal so drehen. Nein, das ist die falsche Richtung, obwohl das ist ja eigentlich egal. Und im nächsten Dreher ist er dann auch komplett. Es ist, wenn man es weiß, wie man es machen muss, dann ist es eigentlich easy, aber so kann das einen dann doch schon echt uncool wirken, das Wer baut so Rätsel. etwas? Ja, genau. Wer baut so etwas? Wer baut so eine Konstruktion? Ah, jetzt wäre ich hier beinahe runtergefallen. Wir müssen doch hier entlang. Damit hätten wir eigentlich jetzt einen kleinen Abstieg in die Tiefe, der nicht allzu schwer ist, bis nach ganz unten. Also, das ist eigentlich recht easy. Nur noch Treppen laufen jetzt. Okay, ich nehme alles zurück. Hahaha.
kleine Rutschpartie, die aber auch nicht allzu schwer ist. So, schön an das Stange. Sehr schön, Prinz. Und hier im rechten Moment abspringen und dann natürlich noch an die andere Flagge dran. Und dann müsste es eigentlich gleich soweit kommen, dass mein Lieblingsteil hier passiert. Ja, Prinz. Noch ist es nicht zu schwer. Jetzt geht's nämlich richtig los hier. Jetzt stürzt nämlich die ganze Scheiße auch noch ein. Aber dann... Grazia hätte mich auch davor warnen können. Nach 1000 Jahren kann man auch mal was vergessen. Sowas wie riesige, einstürzende, lebensgefährliche Treppen. Ja, komm. Nichts gegen Grazia. Die kann auch mal was vergessen, ne? Wie du schon sagtest, so nach 1000 Jahren kann man mal was vergessen. So, und springen. Sehr schön. Jetzt geht's richtig los hier. Jetzt will das Spiel es aber wissen. Nein. Genau, das wollte ich verhindern. Scheiße. Verdammt. Ah, ich hätte noch nicht hochgehen dürfen. Oh, vorsichtig. Springen. Sehr schön. Ja, genau. Gut, so kann man es auch machen. Und dann erstmal dagegen springen, falls es schön war. Hauptsache die scheiß Falle trifft uns nicht, das ist viel wichtiger. Wow, vorsichtig, vorsichtig, Prinz. Genau. Ja, das hätte ich auch vorhersehen können, dass das passiert, wenn ich zu früh loslaufe. Müssen natürlich wieder im richtigen Moment losrennen. Dieser Moment war zum Beispiel nicht richtig. Und da sind wir aufgespießt worden. Verdammt! Na komm. Dritter Versuch, jetzt klappt alles. Nochmal getroffen worden, Mist. Das hätte auch böse enden können, aber naja, wir haben es überlebt. Alles, was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker, oder wie war das? Oder ich spring da so richtig schön vor. Jetzt. Wow. Oh, ruhig. Ruhig jetzt. So, wie machen wir das jetzt hier? Hier haben wir zwei Stück gleich von der Sorte. Dann haben wir es eigentlich schon wieder hinter uns und wieder bei Grazia. Wie machen wir das jetzt nur? Wie machen wir das jetzt nur? Bis auf den richtigen Moment erraten, der wäre dann jetzt. Ja, genau. Und da kommen wir noch nicht rüber. Auf nach Grazia. Von gefährlichen Treppen sagen können. Was ist geschehen? Sie sind unter mir eingestürzt. Entschuldigt. Die Stadt ist seit Jahrhunderten verlassen. Ich bin so lange hier, dass ich es vergessen hatte. Gibt es noch etwas, das ihr vergessen habt? Zum Beispiel, wie ich meinen Bruder retten kann? Ihr wolltet ihn aufhalten, nicht wahr? Trotz meiner Worte. Aber natürlich. Dann wisst ihr, dass es wahr ist. Malik ist nicht zu retten. Er ist nicht mehr er selbst. Aber er kann nicht gerettet werden? Wie kann ich euch vertrauen? Ich kenne euch doch überhaupt nicht. Und ich kenne euch kaum, Sohn des Scharaman, Bruder des Malik. Doch muss vertrauen, dass ihr beendet, was euer Bruder begann. Was kümmert es euch? Ihr seid ein Djinn. Und damit nahezu unsterblich. Ratash gehörte einst zu meinem Volk. Wenn wir hier versagen, zerstört er alles, was mir je am Herzen lag. Und ich zu beschützen geschworen habe. Auch dieses Königreich. Was braucht ihr mich? Wieso tut ihr es nicht selbst?
Ich erfülle meinen Teil. Und der wäre? Traut ihr mir wirklich nicht? Oder seid ihr wütend, weil ihr wisst, was getan werden muss und Angst davor habt? Als ich klein war, zog mein Vater oft in den Krieg. Malik war es, der mich lehrte, das Schwert zu führen. Wie sollte ich ihn bekämpfen? Ihr bekämpft nicht euren Bruder, sondern Rantash. Das weiß ich. Aber das erleichtert es nicht. Ihr habt recht. Rantash und seine Armee müssen gestoppt werden. Sagt mir, was ich tun soll. Die Stadt ist zerstört. Ihr werdet nicht alleine hindurchgelangen. Fotrota Fodra, Beto Mida. Ich habe euch meine Erinnerungen an den Ort gegeben. Das hilft euch, die Stadt zu sehen, wie sie einst war. Geht. Wir werden uns im Tempel sehen. So, wir haben eine neue Fähigkeit gekriegt. Und zwar können wir jetzt... Naja, werdet ihr gleich sehen, was wir können. Das ist auf jeden Fall eine recht coole Fähigkeit, die wir jetzt gekriegt haben. Aber, naja, das werdet ihr ja jetzt gleich sehen. Wieder einmal ist der Ort weg. Da, wo wir hergekommen sind, kommen wir nicht zurück. Das ist mal eben so eingeschüttet worden. So, und hier sehen wir jetzt was Leuchtendes. Jetzt muss ich mal überlegen. Nein, das war die Rückspultaste. Da fahren wir runter. Jetzt muss ich überlegen, wie wir dies aktivieren können. Okay. Okay, einmal eine Option nachgucken. Das sind nämlich die Erinnerungen. So, da müsste es drinstehen, wie wir das aktivieren können. Kickzeit einfrieren, Erinnerung, Alt. Also Alt drücken und dann haben wir die Erinnerung daran, wie die Stadt einst war. Und dann können wir dann solche Sachen sehen, die uns dann eine Möglichkeit geben, hier rüber zu springen. Wenn ich jetzt nochmal Alt drücke, ist es wieder normal. So, wir können immer nur eine Erinnerung aktivieren. Sprich, wenn ich jetzt diese Erinnerung aktiviere und dann diese will, dann ist diese wieder weg. Also geht immer nur eine. Und das müssen wir jetzt gleich alles kombinieren miteinander. Das wird richtig lustig jetzt. Und hier haben wir jetzt noch Glück. Hier sind noch